noch um 24 Stunden für Stream? Ich verwette dir nichts mehr. Kannst du wirklich knicken? Schon witzig. So, und da jetzt neue Leute hier endlich mal geschrieben haben, dass sie benannt werden möchten, habe ich auch neue Namen. Und unser guter Herr Voltoball, oh, kann ich jetzt nicht natürlich nachgucken, ich bin so ein Dödel. Ah! Ja, meine Lieben, willkommen wieder herzlich zurück zu Pokémon, die Randomizer Nuzlocke Soul Link mit dem guten Taffy. Wir sind angekommen. Jetzt, da wir beim letzten Mal freigeschalten haben, die Felsklippen, geschweige, nicht nur die Felsklippen, allgemein die Safari-Zone. Und wir werden uns die jetzt gemeinsam mal ein bisschen genauer anschauen, weil wir können dort ein Pokémon noch fangen. Und ich glaube, ich habe Taffys Anmod so ein bisschen zerstört. Tut mir echt leid. Mir egal. Ah, easy. Alles klar, aber hier kommt, wir können übrigens hier gleich auch noch ein Pokémon fangen. Ich sehe schon, wir können mit Surfen gehen. Oh Gott, der fängt mit einem Maskering an. Oh mein Gott, 19! Taffy, wir haben irgendwas falsch gemacht in unserem Leben. Wir sind einfach zu hart. 19? 19 ist der Gegner. Was? Ja, das ist jetzt kein Spaß. Ich seh's grad, hä? Alter, wir haben eben den nächsten Arenaleiter besiegt auf Level 35 und die Gegner sind auf Level 19. Was ist das denn? Also. Das ist ja richtig unbalanced. Das ist wirklich unbalanced. Also, das, beim besten Willen. Das ist sehr, sehr unbalanced. Aber. Ich mag zwar die Gen, aber die ist wirklich nicht so gut gebalanced. Ja. Das ist ja insane. Guck mal, ich rotze die Gegner weg mit einer nicht sehr effektiven Attacke. Das dürfte eigentlich ja nicht sein. Oh, gut, okay. Wenn man natürlich Geist auf einen Normal-Pokémon einsetzt, dann kannst du auch den nicht killen. Ja. Naja, guck mal, von welcher Attacke. Ich hab gesagt, Geistattacken auf einen Normal-Pokémon. Schwierig. Ja. Ja, das ist schwierig, ja. Weil jetzt ist die Frage. Ja, wir trainieren einfach weiter. Wir können ja nichts machen. Die Arena wird, also die nächste Arena wird halt unterlevelt sein. Dafür können wir nichts. Dafür können wir einfach nichts, weil das ist einfach krass, dass die Arenen einfach so unbändig sind. Naja, Mojin, was finden wir so im Schönen im Meer? Hm? Mein Encounter ist ein. Haha, ha, witzig, noch ein Stecki oder was? Hahaha. Hahaha. Und das Pokémon ist einfach Level 23, das ist stärker als die Trainer überhaupt. Oh, was? Es ist stärker als die Trainer. Alter. Oh Gott. Nächster Encounter ist ein. Alter. Ist gut jetzt, Moterpel. Noch ein Stecki. Es sind schon zwei. Alter, ich will doch nur neue Pokémon sehen, nicht nur ein Stecki. Und nächster Encounter. Es ist wahrscheinlich ein Moterpel, ne? Also, beim besten Willen, ne? Was ist hier los? Ich glaube, ich muss angeln. Haustafel bekommt, naja. Naja, viel bringt tut's mir gerade nicht. Alter, noch ein Moterpel. Ja, du bist in der Höhle? Nee, ich bin außen. Wie, warte mal, in der Höhle ist auch ein Encounter? Ja, ich habe gerade einen Magneson encountert. Ja, moin, dann muss ich die Höhle machen. Hat nicht jemand schon mal von uns einen Magnetilo? Nee. Ich glaube nicht. Bin mir aber auch nicht sicher. Gut, weil dann kann ich das Ding hier fangen. Ich glaube aber nicht, dass wir ihn hatten. Alter Moterpel, please. Down, geh mir auf die Eier. Ich probier's erstmal mit dem Flottball. Oh ja, mach ruhig. Ich such noch ein Pokémon, was wenigstens nicht Moterpel ist. Warte. Oh, scheiße. Kaskade bräuchten wir hier auch, um weiterzukommen später im Spiel, aber ich glaube, das ist Zukunfts.
Wurde gerade ich als Elektro-Pokémon paralysiert? Ernsthaft? Sag mir bitte, dass wir ein Surprise schon haben. Ich glaube, hab ich nicht mal ein Surprise. Ich glaube, irgendjemand von uns hatte das, oder? Ich glaube, ja. Ich bin nämlich eindeutig der Meinung gewesen, oder irgendjemand hatte den getötet. Müll. Alter, mach mir jetzt nicht fertig, Taffy. Ich gehe jetzt davon aus, du hast es einfach. Ja, dann gehen wir davon aus. So, dann gucke ich jetzt mal in der Höhle nach, ob wir da noch was finden, was Schönes. Oh. Ach, guck mal, da ist mein alter Freund Stecki, die Steckdose wieder da. Zum Glück haben wir hier zwei Encounter, ey, ganz ehrlich. In der Safari-Zone und hier nur außen ist halt mega. Außer die, das hier zählt auch als Extra. Na, das ist die Feldschulenthöhle, wir haben drei Encounter. Draußen hätten wir auch noch einen Encounter. Ich bekomme Leute überfordert gerade, ich weiß nicht, was abgeht. Nein, wir haben Mentivir, ne? Evoli. Wir haben schon Evoli, ja. Nein, die ist Glazolia vor meiner Fresse. Das ist jetzt blöd. Das ist sehr blöd, ja. Also wenn du von der Felsklippe, wo du beim ersten Mal hingegangen bist in den Dings, kannst du nach unten gehen. Und dort findest du eigentlich noch eine Wasserroute. Es da unten ist Wasser. Ja. Sag mal, haben wir einen Voltoball? Ja, ich bin gerade neben der nach unten. Aber ich krieg das Magnet auch nicht drin. Ja, sag mal, haben wir einen Voltoball schon? Nein. Oh, na gut, okay, komm. Ich mach das mal jetzt in der Höhle, ne? Ja. Ich probier's mal mit einem Pokéball. Also Taffy, wir... Noch um 24 Stunden für Stream? Ich verwette dir nichts mehr. Kannst du wirklich knicken. Schon witzig. So, und da jetzt neue Leute hier endlich mal geschrieben haben, dass sie benannt werden möchten, habe ich auch neue Namen. Und unser guter Herr Voltoball... Oh, kann ich jetzt nicht natürlich nachgucken. Ich bin so ein Dödel. Ah! Gut, Leute. Le Tobi wird derjenige sein. Drücke ich jetzt richtig? Ja. Tobi ist unser kleines, aber feines Elektro-Bällchen. Willkommen im Team. Auch wenn ich dich nicht nutzen werde. Bei mir würde es... So, ich werde hier jetzt mal eine Angel verwenden, damit wir vielleicht Glück haben und uns vielleicht irgendwas ergattern können. Sag jetzt nicht, wir haben keine Angel. Wir haben keine Angel, du. Wir haben keine Angel? Was? Nö. Das muss ich gar nicht. Ja, was mach ich denn jetzt? Ich kann hier nichts fangen, dann ist es so. Dann kann ich da nichts machen, wenn ich alles schon habe. Das wurde 47, ne? Sagst ja. Du. Oder ich nehme aus dem Feldschlundhöhle noch eins und das sagen wir, das ist für die Route 47 als Ersatz. Naja, ich würde jetzt so machen, dass ich dann halt ein Pokémon mehr habe, ne? Ja, und das wir einfach verknüpfen mit einem anderen. Ah, Yasuo, raus da. Ja, so können wir es auch machen. 15er Schmallwurst, das ist ja schlechter als 5 Routen zuvor. Was? Was denn? Ich hab grad ein paar böse Gegner vor mir. Okay. Das heißt? Böse Gegner. Ich kann dir jetzt nicht viel sagen. Ilevoltek und Latias. Ich hab das Schwalbus mit Tackle gewonnen. Und ich will jetzt nicht unnötig wechseln. Lass es bitte reichen für das Ilevoltek. 47, wie gesagt, kein Encounter. Kein Encounter bei 47? Mit Tackle gewonnen. Was war denn das? Schwalbus. Ja, wow. Schwalbus wäre übelst gut gewesen. Ja, hast du ja gesehen. Mit Tackle gewonnen. Ja, aber ich hätte dieses Pokémon gehabt, das fliegen kann. Ja gut, das wäre jetzt einzige
positive gewesen, tatsächlich. Auch Doppelkampf. Ja, genau, das dachte ich auch. Die sind auf 25 beide. Wieso habe ich Wasserdüse eigentlich aufgesetzt auf den Latias? Bin ich doof. Ich habe noch Ampharos vorne, der hat 8 HP. Das ist dumm. Ja. Da solltest du vielleicht dezent wechseln. Welcher Mensch denkt sich so und so irgendwas und irgendwas? Ist echt so, ey. Oh, warte mal, wir müssen die neuen Pokémon beide noch zusammentragen. Ach, das machen wir gleich. Das machst du. Ja, ich hab nur den Zettel gerade nicht parat. Deswegen ein bisschen später. Und ich glaube, hier geht's weiter, ne? Da möchte ich aber noch nicht. Ich möchte erstmal noch unten das Item holen. Ich dürfte, hab das nämlich nicht gesehen. Dum, 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 dum. So, her mit dir. Ich will das Item da unten. Das sieht gut aus. Wie gesagt, wir haben ja noch eine Chance bei der Safari-Zone. Da müssten wir das dann auch versuchen, instant zu fangen. Ja. Aber ob wir da was Schönes bekommen, ist die zweite Frage. Aber eigentlich kann er... Was? Wir hoffen einfach mal. Ja, eigentlich kann er ja nur noch was Gutes kommen. Eigentlich. So, Amaldo, easy, weg mit Spuckball. Einfach dezent zu überleveln, bin ich ehrlich. Ja, so und so und Junior, Nick und Stu. Was? Ja, so und Junior, Nick und Stu. Ach so, die Bienen, wie die heißen. Wow, eine Summe. Ja. Ja, gut. So. Donnerstein, oh. Das ist gut. Mehr wäre oder weniger. Gut. Hm? Wäre gut, ja. Ach so, ja, stimmt. Dein Dings kann sich ja jetzt, dein Evoli könnte sich eigentlich jetzt zum Blitzer entwickeln, ne? Ja. Wenn er nicht so einen Nachteil hätte. Ich hab einen Leuchtstein gefunden. Wegen dem Initiativewert. Oh Gott, hier ist nochmal ein Doppelkampf. Ja, nochmal ein Doppelkampf. Ja, easy, komm, den nehmen wir mit. Bro und Sister Anne und Bob. Bei mir heißen sie nur Pitz und Marie. Und Linkanda. Ach man, ich habe immer noch Yasuo vorne, Mann. Du lernst es auch nie. Nee, ich lerne es auch nicht. Erstmal Turbo weg. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Das Alabis müsste ganz schnell bitte weg, weil die Elektroattacken möchte ich nicht gerne abbekommen. Ja. Wow, das ist aber voll labil, dieses Pokémon. Debil. Debil wäre schön. So, nachdem wir aber dann die Routen hier abgeschlossen haben, ist unser nächstes Ziel natürlich die 7. Arena, die Eisarena. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Sachen tun oder kriegen wir die direkt, ja, den Arena-Leiterkampf? Ich weiß es nicht. Oh, ich hab das schon ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube, man muss aber noch was machen vorher. Body Slam bei Jenny. Bitte was? Oh, das ist physisch, ne? Ja, das bringt mir nichts. Jenny wird kein physischer Spieler bei mir sein. Gut, dann bin ich jetzt, glaube ich, Route 48 habe ich hier. Oh, wir können in der Route 48 auch noch hinzuholen. Alter, so viele Pokémon. Und ich finde einen Lehmorb. Mein Counter ist L Voltec. Ja, genau. Kannst du nicht, weil ich kann hab nicht, den Electek. Ja. Oh, Relaxo! Haben wir ein Relaxo oder ein Mamfaxo irgendwo? Nein. Oh mein Gott, wir haben ein Dickerchen. Aber auf Level 20, ich kann's nicht schwächen. Ihr habt schon zwei. Ich kann's nicht schwächen. Oh. Ich glaube nicht, dass es mit einem Ball drin bleibt.
Vielleicht, komm, mit einem Sympa-Bike. Sympathie ist doch immer was Gutes. Guck, komm, das funktioniert. Ja? Ja? Relaxo! Ich sag ja, Relaxo ist schon. Wir sind schon in heimliche Ehe und so eingegangen. Ah ja. Wer möchte denn ein Relaxo sein? Wem haben wir denn noch so Schönes, den ich definitiv mit drin haben will? Geschweige, den ich jetzt hier finde. Nein. Was ist los? Mein Jung? Schnurrgast. Oh, das könnte weh tun. Und ich habe gerade jemanden gesehen, unser lieber Herr Tux. Vor allem. Ich glaube, das wird richtig geschrieben, genau. Tux ist jetzt auch in unserem Team. Herzlichen Glückwunsch. Also vielleicht werden wir dich sogar öfter benutzen, weil Relaxo ist halt eine gute defensive Wall. Und allgemein auch ein sehr cooles Pokémon. So, und da sind wir in der Safari-Zone. Hier können wir uns auch nochmal ein Pokémon holen. Alter, ich frage mich, wie ich dieses Ding jetzt drin haben soll. Das ist genauso wie das Mistvieh von gerade eben. Oh shit, ach, du kannst ja, probiert einfach mit einem Pokéball. Hat ja bei mir auch immer funktioniert. Ich weiß nicht, wieso es funktioniert. Keine Ahnung, aber bei mir funktioniert's. Okay. Schade. Tackle, überlebt denn Tackle? Nein. Ich weiß halt nicht, Schnurrgast ist sehr defensiv. Ist der Schneider nicht genau, ist der Schneider nicht genauso stark wie, Tackle? Musst du mal gucken, ich weiß es nicht. Aber du kannst ja nur mit Bällen probieren, ne? Du kannst ja nichts anderes machen. Da! Vielleicht hast du eine Safari-Zone, dann mehr Glück und kriegst du Pokémon easy. Aber das ist ja doof. Aber wir gucken mir mal ein bisschen um, was die so noch haben. Hier gibt's Finsterbälle zu kaufen. Das ist gut. Ja. Dann nehme ich auch gleich mal 10 Stück mit. Na ja, endlich. Und Flottbälle. Flottbälle nehme ich auch 10 Stück mit. Also die empfehle ich auch dir, die Flottbälle zu holen. Flottbälle hole ich mir definitiv, ja. So, das heißt, Tux müssen wir auch noch denn miteinander verknüpfen. Wie kriegen wir die Pokémon-Zusätze? Brauchen wir aber nicht. Den Schnurrgast sein, ey. Na, da kannst du viel überlegen. Ich bin nicht sehr gesprächig, sag dir, alles klar. Oh, da bist du ja endlich. Na, was sagst du? Wahnsinn, oder? Wie du siehst, haben wir eine neue Safari-Zone eröffnet. Tja, und jetzt? Jetzt habe ich ein Attentat auf dich. Ja, willst du den Eignungstest aneignen? Okay, ja, können wir machen. Sehr schön, so gefällst du mir. Dann erkläre ich dir mal, wie der Test abläuft. Keine Sorge, es ist kinderleicht. Alles, was du tun musst, ist mir im Safari-Zone einen Kleinstein zu fangen. Und wenn du mir einen bringst, hast du die bestanden. Ein Kleinstein, genau, das ist schwerer, als du denkst. Sie hätten sich im hohen Gras gleich am Anfang der Safari-Zone auf. Wenn du einen kleinen wenig suchst, solltest du mit Leichtigkeit etwas finden. So, dann wünsche ich dir schon mal ein Weidmannsheil. Definitiv. Ich gehe rein, hol mir ein Pokémon, danach kannst du mir mal an der Hubbel schmatzen. Mein Freund. Kreuzweise. Ist halt echt so, was soll ich mit seinem Müll? Also, Kleinstein werden wir, glaube ich, niemals sehen. Kleinstein niemals. Ach, ich habe die Namen gefunden, die Liste. Hast du? Ja. Geil, ja, können wir nachher mal die Liste vervollständigen. Mal sehen, was ich aber erstmal hier in der Safari-Zone finde. Und zwar. Alter, hat das lange gedauert für ein Pokémon. Magnetilo, du hast noch kein Magneton gefangen. Magneson hast du nicht gefangen, ne? Hab ich. Hast du gefangen? Hab ich gefangen. Tschüss, Magnetilo. Du wärst eine tolle Wahl gewesen. Ja, wir haben 30 Bälle, ne? Ja, ich muss erst mal gucken, was wir noch so schöne bekommen. Haha, witzig, Magneton.
Willst du mich jetzt auslachen oder was? Alter, jetzt kommt Magnet. Ich muss erstmal meinen Schutz leer bekommen. Ich glaube, ich spinne. Gibt's denn nur Magnetil und Magneton? Digga, das wäre ja richtig ekelhaft. Ich hab einen Kleinstein. Als ob du einen Kleinstein bekommst. Ich hab einen Visor. Oh, hab ich nicht die Weiterentwicklung? Nee, ne? Doch, hab ich! Stimmt, wie Senior haben wir sogar. Das hab ich ja letztes Mal gefangen, da hab ich gesagt, das ist Much. Genau. Ja. Den Much hab ich ja schon. Oh, zum Glück. Ey, noch mehr Müll kannst du mir nicht andrehen, Spiel. Es geht nicht schlimmer, als ich schon mal... Das ist schwieriger, als du denkst, ne? Warte mal, hatten wir nicht schon mal... Wir haben kein Porenta, ne? Hatten wir nicht schon mal jemanden, der einen Kleinstein hatte? Ja, ne? Ich hatte einen Kleinstein. Dann kann ich das Kleinstein als Quest benutzen. Hast du einen Porenta gehabt? Porenta? Nee. Porenta nicht. Sicher? Kann ich noch nicht. Oh, ich hatte eigentlich im Kopf gehabt, dass du einen Porenta mit Lauchstange hattest. Ich habe jetzt das Kleinstein gefallen, damit ich das als Quest benutzen kann. Digga, was ist denn das? Kleinstein und Georock? Hä? Weißt du, was ich gefangen habe? Ein Porenta. Warte, kann ich... Was bekomme ich? Oh, da bleibt doch easy drin. Magma. Kann ich nicht fangen. Ich hatte schon die erste Entwicklung. Ja. Cool. Ich habe ein Porenta. Ja. Ja, Porenta, nach wem benenne ich dich jetzt? Da muss ich mal kurz in meinen Kommentaren schnökern. In einen schlauen Titel. So, ich habe auch schon einen Namen herausgefunden. Der LP Pario oder Pario wird jetzt unser Porenta. Herzlich willkommen und ich hoffe, du bist halbwegs zufrieden. Mit einem Porenta ist eigentlich gar nicht immer so schlimm. Nee, ist es auch nicht. Ich find's halt nur schade, dass er keine Weiterentwicklung hier hat. Na komm, dann gib mir jetzt endlich mal ein Pokémon aus der Taubsi und Panimos. Das ist ein Pantimos. So. Quest fertig. Willst du aufhören? Quest sage ich schon hier. Dings fertig. Dann haben wir jetzt hoffentlich ganz, ganz viel gefangen und sind eigentlich bereit. Hat jemand eine Pummelo? Ja, ich hatte mal einen Knuddelhof, Mann. Okay, wir müssen noch warten, bis Taffy wenigstens sein Pokémon sieht. Also, wir sehen uns in 4,5 Tagen wieder. Ich will dich mal. Hey. Ah, ein Sonnenfee! Das hat noch keiner! Und mit was ist das jetzt gelinkt? Mit Porenta! Scheiße! Das ich hab vorher noch gefragt, wer will denn bitte ein Schnorrgast sein, ja? Wer will denn bitte ein Sonnenkern sein? Wer will denn bitte ein Sonnenkern? Ja, also das ist doch... Oh Gott, nein, ey. Oh, ey, das ist ja nervig. Ein Sonnenkern, holy shit. Ja, gut, Leute, wir werden erstmal... Achso, Taffy muss erstmal einen Namen entscheiden, ne? Ach. Okay, dann hoffe ich mal, Leute, hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann seht ihr oben rechts jetzt die Playlist, wo die darauf folgenden Videos sind. Hier oben rechts. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne und ciao. Mhm.